So, herzlich willkommen in der Bude von Tölz. Heute einmal mehr unterwegs. Ja, nicht in Tölz, aber dafür in Unterhaching. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wir haben es euch ja schon angedeutet, dass wir heute ganz besondere Gäste, Gott sei Dank Fußballgäste, endlich mal bei uns haben. Aber auch das hat einen Hintergrund. Und den möchten wir euch jetzt einfach mal erklären. Mehmet Scholl ist heute bei uns, zusammen mit Mo. Und Mehmet Scholl ist ja nicht nur ein Fußballer, sondern er ist vor allem auch dafür bekannt, dass er außenrum um das Fußball herum relativ viele Dinge macht, unter anderem auch wohltätige Geschichten. Und genau das wollen wir heute vorstellen. Wir sind jetzt hier nämlich in Unterhaching bei Kids to Life. Und das ist ein Projekt, wo der Mehmet ziemlich stark engagiert ist. Und ich habe hier jetzt ein bisschen abseits stehen die Barbara, die ich herzlich begrüßen darf. Beziehungsweise Barbara, ich muss Danke sagen, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Kids to Life. Kids to Life, was ist das? Wir sind eine Stiftung und es gibt es inzwischen im 13. Jahr. Wir betreiben hier ein Gelände, das ihr hier seht. Und das stellen wir sozialen Einrichtungen zur Verfügung, die mit sozial schwachen, behinderten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also zu uns kommen zum Beispiel alle Münchner Kinderheime, verschiedene Münchner Krankenhäuser und die nutzen hier das Gelände für ihre therapeutische Arbeit. Das Ganze ist ja immer darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die das unterstützen, vor allem auf der Promi-Seite. Und ich habe es euch ja im Vorgespräch dir schon gesagt, wir hatten letzte Woche bei uns in der Bude von Tölz den Mehmet Scholl, der ja auch relativ viel bei euch macht. Er hat das bei uns jetzt nicht so ganz erläutert, weil der ist immer so ein bisschen bescheiden bei solchen Sachen. Was macht er da für euch? Also der Mehmet Scholl ist schon lange bekannt und befreundet mit unserem Stiftungsgründer, der seinerzeit selber mal Fußballspieler war, auch bei Bayern München gespielt hat. Die zwei haben eine längere gemeinsame Geschichte und der Mehmet war schon oft hier, hat auch hier schon mit Kindern gespielt, Fußballtricks gezeigt und solche Geschichten, unterstützt uns auch regelmäßig finanziell und ist ein ganz treuer Freund der Stiftung. Toll, und genau aus diesem Grund haben wir euch eben ausgewählt. Wir hatten da nämlich so ein schönes Kicker-Match. Also es ist jetzt, würde jetzt zu lang führen, wenn ich dir jetzt versuche, E-Sport zu erklären, weil das ist unser Zuhause. Fußball kennt man kennt Fußball am Computer und wir haben praktisch den Mehmet Scholl als ehemaligen deutschen Meister von Bayern München oder mit Bayern München gegen unseren aktuellen deutschen Meister spielen lassen am Kicker. Und der Sieger durfte dann eben ja die 1000 Euro dann ausloben und am Ende kamt eben ihr dabei heraus. Schön, freut Geschichte. Uns, tolle Geschichte. Aber bevor wir euch jetzt die 1000 Euro geben, wollen wir, wie gesagt, euch erstmal hier vorstellen. Du hast jetzt schon kurz eine Einleitung gegeben. Kannst du mir mal das Gelände einfach zeigen? Sehr gerne, sehr gerne. Dass wir uns das Ganze wirklich mal anschauen, dass sich jeder vorstellen kann, was sich hinter Kids to Life eigentlich verbirgt. Und ich habe vorhin schon, als ich zu dir ins Büro gegangen bin, gesehen, ihr habt da sogar Lamas, ihr habt einen Streichelzoo, ihr habt eine ganze Menge. Ja. Was ist das Tollste? Schwierig. Wir haben ganz viele tolle Sachen. Wir haben eine Kinder- und Jugendwerkstatt, kann ich euch gerne zeigen. Wir haben zwei ganz tolle Übernachtungshäuser, wo Kinder und Jugendliche auch übernachten können. Unsere Lamas sind tatsächlich Alpakas. Das hat den Vorteil, dass sie nicht spucken. Wir haben noch zwei Esel, drei Ponys, fünf Ziegen. Ich habe mich nicht getraut, das dir zu streicheln, ehrlich gesagt, weil ich habe das schon mal erlebt in München im Tiergarten, dass ich dann gleich was im Gesicht hatte. Nein, kann nichts schief gehen. Also es sei denn, man ärgert sie. Ne? Man muss sie, wenn sie provoziert werden, dann garantiere ich für nichts. Aber ansonsten sind sie eben auch sehr gut geeignet für die Arbeit mit Kindern. Das funktioniert sehr gut. Also das kann ich euch alles zeigen, sehr gerne. Übernachtungshaus, wie kann man sich das vorstellen? Die Organisation kommt zu euch, nicht nur tagsüber, sondern längere Zeit, oder? Ja, wir stellen alles kostenlos zur Verfügung. Deswegen freuen wir uns sehr über Spenden, weil wir uns ausschließlich über Spenden finanzieren. Die Einrichtungen, zum Beispiel die Münchner Kinderheime, verbringen ihre Ferien hier. Das heißt, sie kommen mit ihren Betreuern über 3 oder 4 Tage und übernachten bei uns. Das hat den Hintergrund, dass viele Einrichtungen nicht den Münchner S-Bahn-Bereich verlassen dürfen, weil sie zum Beispiel schwer traumatisierte Kinder in ihren Reihen haben und immer in der Nähe ihrer Einrichtung oder ihrer Ärzte bleiben müssen. Und es gibt keine vergleichbare Einrichtung wie Kids to Life, wo man herkommen kann, Freizeit verbringen und doch in der Nähe von seiner Einrichtung bleiben kann. Aber die pädagogische Betreuung übernehmen dann die jeweiligen Einrichtungen. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Werkstatt an und dann gehen wir doch noch mal zu den Alpakas und ich traue mich dann doch noch mal eins zu streicheln. Ja, gut, das machen wir. Let's go. Ein Jugendtraum wird wahr. Endlich mal ein echtes Baumhaus. Kommt mal mit, das ist so geil. So. Also das ist das Baumhaus. Die Schweizer Familie Robinson kommt mir da so ein bisschen in den Kopf, aus meiner Jugendzeit. Wow.
Das ist ja cool. Und wie viele Leute können hier schlafen? Also wir haben hier Übernachtungsmöglichkeit für 12 Personen. Wir haben ein separates Betreuerzimmer. Das ist Vorschrift, dass man sowas hat. Das ist das hier? Ja. Die kleine Kemenate auf 2 Quadratmeter. Genau, wir sagen auch gerne der Beichtstuhl dazu. Ich wollte es gerade sagen, das schaut ja schon was zu aus. Ja. Aber die Tür habt ihr aus einem alten Bauernhaus raus, oder? Ja, das ist tatsächlich ein komplettes Recycle-Haus. Wir haben das selbst gebaut. Wir haben hier 3 Hausmeister auf dem Gelände. Einer davon ist Zimmermann. Vieles von den Baumaterialien haben wir auf eBay zusammengekauft. Die Türen zum Beispiel, das war mal eine Pizzeria. Und die Kuppel haben wir auf eBay ersteigert. Und uns kommt natürlich zugute, dass unser Stiftungsgründer, der Herr Schrobenhauser, ein Bauträger ist. Also mitunter kaufen wir auch Grundstücke mit einem Altbestand, den wir dann verwenden, um ein neues Schloss zu bauen. Genau. Mhm. Wow. Ja. Das ist echt cool. Also da wird wirklich ein Jugendtraum wahr, wenn man sowas sieht. Sowas hätte ich gerne daheim in meinem Garten gehabt früher. Aber meine Eltern waren nicht so kreativ. Schaut euch das an. Das ist jetzt mal eine Hausbegehung der ganz anderen Art. Da kommt mir gerade in den Sinn, sowas könnte man in Bad Tölz für unsere Bude von Tölz ja auch fast mal initiieren. Also 12 junge Leute, Kinder können hier inklusive Betreuer. Genau. Mhm. Und wie lange dürfen die dann hier bleiben? Ist das so Sommercamp-technisch? Ja. Kann man sich so also das vorstellen? Also wir haben keine Vorschrift in dem Sinn, wie lange man bleiben darf. Die wenigsten Einrichtungen bleiben länger als 3 oder 4 Tage, weil das Betreuungspersonal arbeitet ja eigentlich in einem Schichtdienst und nach 3 oder 4 Tagen müssen die wechseln. Uns ist es ganz recht, weil wir so eine hohe Anfrage und Nachfrage haben. Wenn eine Einrichtung länger bliebe, würde sie das blockieren für andere. Und wie reagieren die Kinder dann auf sowas? Ah, die sind total begeistert. Die sind total begeistert. Das ist ja etwas, was sie im normalen Leben eben nicht haben. Absolut. Und es ist auch ganz gewollt. Jetzt ist der Herr Schrobenhauser, unser Stiftungsgründer, ein sehr kreativer Mensch. Dem haben wir das zu verdanken, dass es hier so toll ausschaut. Es ist aber auch gewollt, dass es ganz besonders und ganz besonders schön ist, weil das sind in aller Regel Kinder, die nicht sehr viel Schönes haben. Mhm. Und das tatsächlich auch sehr zu schätzen wissen, dass das hier was ganz Besonderes ist. Das denke ich mal und das sollten wir uns auch wirklich in Erinnerung rufen immer wieder. Wir reden hier nicht über die Normalitäten dieser Welt, sondern wir reden hier einfach über wunderschöne Dinge für Menschen, für Kinder, die sich das eben nicht alle 5 Minuten leisten können. Ja. Mhm. Obwohl wir hier gerade im Speckgürtel München natürlich auch in einer Gegend zu Hause sind, ja, wo das eher zur Normalität gehört, dass man hier sowas vielleicht sogar im Garten haben. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt weiter. Es gibt noch mehr anzuschauen. Absolut. Was gucken wir uns als nächstes an? Gehen wir mal zu den Tieren, oder? Gehen wir zu den Tieren. Wunderbar. Auf dem Weg zu den Tieren haben wir jetzt mal kurz Stopp gemacht hier auf dem Steg, Seehaus. Barbara, Seehaus ist ja auch klasse. Der See, ist das ein Badeteich? Kann man da wirklich im Sommer rein? Ja, im Moment wirkt er natürlich nicht sehr einladend, aber im Sommer kann man da baden gehen, gehen die Kinder auch sehr gerne baden. Wir haben tatsächlich einige Fische noch und wir haben 3 Schildkröten. Im Moment haben wir einen Fischreiher. Oh, da ist ein großer Koi drin, den sehe genau, ich sogar ganz hier. Genau. Da sieht man ihn. Ja. Also die fühlen sich hier auch wohl. Daran sieht man, dass die Wasserqualität stimmt. Und also ist sehr, sehr beliebt bei den Kindern. Das Seehaus ist auch zum Übernachten? Ja, das hat auch so einen ähnlichen Blockhauscharakter. Mhm. Kann man auch übernachten, hat eine etwas größere Kapazität auch. Im Seehaus bringen wir ca. 16 Kinder unter. Wow, also für all jene, die gerne einen auf Piraten machen, auch das gibt es hier draußen. So, jetzt gehen wir aber mal zu den Tieren. Gerne. So, jetzt sind wir bei den Tieren und wie die Barbara gerade gesagt hat, das sind die Ladies. Das sind die Ladies, ja, die Ziegen sind unsere Ladies. Hat eine Dame vor 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, nämlich kurz vor Weihnachten, vom Kochtopf gerettet. Das sind Bio-Ziegen. Bio-Ziegen, und die gut. Sollten als Zickleinbraten auf dem Tisch landen zu Weihnachten. Und die Dame hat gesagt, das geht ja gar nicht. Also das hat sie nicht übers Herz gebracht. Und dann hat sie uns die Ziegen gebracht. Eigentlich waren wir schon voll, was Tiere anbelangt, unsere Stallkapazität. Aber dann haben wir noch ein neues Gehege aufgemacht und haben die Ziegen aufgenommen. Da hinten sehen wir, das sind Esel, gell? Oder Maultiere? Genau. Wir haben 2 Eseldamen und 3 Ponys. Und nur Damen? Nein, also die Ponys sind Herren, die Esel okay. Sind Damen, die Ziegen sind Damen, aber dafür haben wir noch 2 Alpakas und das sind Herren. Ja, die habe ich vorhin schon gesehen, ja. Aber jetzt haben sie sich versteckt. Kaum läuft die Kamera, ja. Schon werden sie eitel. Ja, nein, die sind ein bisschen kamerascheu. Um ehrlich zu sein, sie sind ein bisschen verfressen und sie haben gerade Futter bekommen.
Herren, da sind wir wieder. Da haben wir wieder das alte Problem. Das ist ja wie ich mit unserer. Nicht, wobei, wir haben ja bei uns in der Bude von Tölz auch einen, ein Tier. Wir haben einen Golden Retriever, eine Hündin. Da passt das mit dem Verfressen aber auch. Folgt hundertprozentig, wenn es Fressen gibt. Gut, die sehen wir jetzt nicht mehr, aber den Hahn möchten wir nochmal sehen. Weil es gibt hier einen Hahn. Und zwar einen richtigen. Kommt mal mit. So, Barbara, jetzt will ich aber schon wissen, wie viele Tiere habt ihr hier ungefähr über den Daumen gepeilt? Also ich schätze mal über den Daumen gepeilt, wenn wir so auf 30 Tiere kommen, wenn man alles mit einbezieht. Ne? Wir haben auch noch einen Hund, wir haben zwei Katzen, wir haben die Hühner, wir haben jede Menge Kaninchen. Also da kommt schon was zusammen. Ne? Und die Kinder können hier streicheln, wie man das so kennt vom Streichelzoo? Oder? Ja, also sagen wir mal zum Beispiel zu den Kaninchen können sie ganz alleine reingehen. Dann haben wir unsere, wie gesagt, Hausmeister, unsere Allround-Genies, die darauf geschult sind, auch mit den Kindern, mit den Tieren Umgang zu haben. Die helfen, die Tiere auf die Weide zu bringen, die Tiere zu füttern, zu striegeln. Also überall da binden wir die Kinder mit ein. Haben wir sehr gute Erfahrungen. Aber nicht bei ihm hier, oder? Nein, er dreht sein eigenes Ding. Aber, also schaut auch aus, er hat uns ganz böse angeguckt. Ja. Er ist ein Hahn, ne? Ja. Oh, da sind die Alpakas. Genau. Ich sehe gerade die Alpakas. Hallo. Ui, guck mal, schau mal, du bist ja ein Lieber. Oh, ganz langsam, gell? Magst du nicht? Da. Ich glaube, die riechen unseren Hund. Was ist los? Cool. Das mache ich mit der Sissi auch immer. Und dann habe ich ihre Zunge auf der Nase. Genau, So, jetzt haben wir es endlich geschafft in die Werkstatt. Dreimal habe ich es schon angekündigt. Hier sind wir. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Das ist auch sowas, was ich mir in den Kindheitsträumen auch immer so vorgestellt habe, wenn du so einen Lego-Baukasten oder irgendwas zum Basteln gekriegt hast, dass du dann so in die Werkstatt des Meister Eders gehst. Ja, ist auch ein Kindheitstraum hier. Wir haben alles an Material, was man sich vorstellen kann. Man kann hier rumsauen, anders als zu Hause oder als in den Einrichtungen. Man sieht es am Boden. Ja, kann mit Farbe experimentieren, mit unterschiedlichsten Materialien. Also wir können hier künstlerisch arbeiten, was wir tun, aber auch motorisch. Viele Kinder haben motorische Defizite, dass wir hier tatsächlich handwerklich auch arbeiten. Also alles möglich hier. Wir nutzen es auch als Fire Location. Also wir hatten hier auch schon mal eine Halloween-Party. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Genau. Und wir haben hier einen offenen Kamin, machen hier Weihnachtsfeiern auch. Der offene Kamin nach draußen ist ein Pizzaofen. Da machen wir jedem Pizzabäcker Konkurrenz, machen wir ganz tolle Steinofenpizza. Und also wir sind sehr, sehr dankbar. Wir haben diesen Raum zu verdanken einer großzügigen Spende von der BMW-Niederlassung München. Das haben wir vor 4 Jahren angebaut und es ist für uns ein zusätzlich überdachter Raum, der sehr viele Möglichkeiten zur Arbeit bietet. Ja, insbesondere, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wenn mal schlechtes Wetter ist, dann geht man halt hier rein. Genau. Weil auch im Sommer ist es halt mal schlecht. Genau, auch die deutschen Sommer sind nicht zuverlässig. Nein. Und leider. Und das haben wir oft. Ne? Und dann geht man mal 2 Stunden in die Werkstatt, macht hier ein Projekt und dann geht es draußen weiter. Klasse. So, wir haben es jetzt also dann mehr oder minder in einer Kurzvorstellung alles gesehen hier, die wichtigsten Highlights, die wichtigsten Dinge. Ihr habt eine Webseite? Ja, www.kids2live.de, kids-2-live.de. Und da kann man mehrere Informationen bekommen, wie man dann eben auch hier mal herkommt, wenn man sich dafür interessiert. Ja. Was ganz wichtig ist, was man noch sagen möchte, ist, es kann natürlich nicht jeder herkommen im Sinne von, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich Weihnachten oder im Urlaub im Samstag oder sonst was machen soll. Toll, da bringe ich mal meine Kinder hin. Nein, das geht natürlich nicht. Nein, das geht leider nicht. Das dürfen wir schon gar nicht von unserem Stiftungszweck her. Es funktioniert so, dass interessierte Einrichtungen, vielleicht sieht es jemand und arbeitet in einer Einrichtung, die sozial schwache, traumatisierte oder behinderte Kinder betreuen, bei uns anfragen können, wenn sie das Gelände nutzen möchten. Sie können auch gern erstmal herkommen, einen Termin machen, sich das anschauen, ob das für sie funktioniert. Und dann haben wir einen Belegungskalender und wenn jemand
jemand kommen möchte, dann schauen wir auf den Kalender, wann ist was frei, wann möchte die Einrichtung kommen, mit wie vielen Kindern, was wollen Sie hier machen und dann koordinieren wir das. Also ganz einfach auf die Webseite gehen, kontaktieren, nachfragen, bin ich berechtigt mit meiner Einrichtung und dann wird man einen Termin finden, wo das Ganze dann funktioniert. Ganz genau, dann beraten wir sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse steht auf der Website, also jederzeit sich gerne bei uns melden. Barbara, dann bleibt mir nur noch eines. Ich trage schon die ganze Zeit mein Kuvert hier mit mir herum. Das sind, wie gesagt, die 1000 Euro, die wir erspielt haben bei uns in der Bude von Tölz. Ich darf das da mal da hinlegen. Ich mache das jetzt mal als Fächer. So, ganz offiziell. Also, das sind 1000 Euro. Ich weiß, Geld ist immer... Geld geben, Geld schenken ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Ich glaube aber, hier wird es ganz gut gebraucht. Ja. Es sind 1000 Euro für den einen viel Geld, für den anderen wenig Geld. Ja. Ich hoffe, euch helfen sie. Absolut. Das ist, wie gesagt, von uns allen, Mehmet Scholl, Mo, unserem Fußball-Deutschen Meister, interaktiven deutschen Fußballmeister von Team Expert. Und wir hoffen, dass ihr damit was anfangen könnt. Auf alle Fälle. Das ist wunderbar. Ein ganz überraschender Geldsegen auch. Wir hatten gar nicht damit gerechnet. Ja, es ist halt so entstanden. Ja. Und wie gesagt, ich bin richtig happy. Das fand es auch ganz klasse, dass der Mehmet dann auch so ein tolles Projekt hat. Absolut. Und als wir das gehört haben, haben wir eben auch ganz schnell entschlossen, nee, pass auf, dann nehmen wir euch noch mit rein. Deswegen sind wir hier, zeigen den Leuten ein bisschen was von euch, was ihr seid, wer ihr seid, warum ihr seid. Ich denke, mit Bildern, weil Menschen denken ja in Bildern, kann man viel, viel mehr sagen, als einfach nur mit Worten. Absolut. Schön, dass ihr da wart. Das ist natürlich sehr erfreulicher Geldsegen. Also euch ganz herzlichen Dank, dem Mehmet ganz herzlichen Dank. Aber auch, dass ihr hier wart, dass ihr euch für uns interessiert, dass ihr das zeigt, was wir hier tun. Ganz tolle Geschichte. Mal gucken. Wie gesagt, Mehmet hat ja auch gesagt, wenn ihr eine tolle Idee habt, wo man den echten Fußball mit dem Interaktiven mal zusammenbringen kann. Ich meine, vielleicht gelingt es uns ja nächstes Jahr, ist ja Fußball-Weltmeisterschaft wieder. Ja. Das ist natürlich wahrscheinlich auch für euch hier ein großes Thema, dass wir dann sogar vielleicht mal mit einem kleinen Turnier hierher kommen. Hier direkt zu euch raus. Mal gucken, was wir machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schön. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir haben fußballbegeisterte Kinder bei uns in unserem Verein. Wir sind also Deutschland toll. Ist ja Fußballland. Absolut, Und es geht Mission ist ja Titelverteidigung. Nichts weniger. Wir gucken mal, was da geht. Okay, prima. Danke. Ja, und an euch, die ihr jetzt daheim auf dem Stream seid, ihr seid mit Sicherheit schon interessiert, wie das denn dann mit Mehmet bei uns in der Bude alles so gewesen ist und was da so war. Und genau das zeigen wir euch jetzt. Wir haben uns ein bisschen mit Mehmet über das Thema Fußball, mein Lieblingsthema, endlich mal, unterhalten. Der Mo war mit dabei und ja, ihr werdet dann auch das ultimative Kickerspiel erleben zwischen Mehmet und Mo und wie es dann am Ende dazu kam, dass wir heute hier bei der Barbara die 1000 Euro abliefern durften. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Jetzt geht's los. Denn heute habe ich wirklich einen absoluten Oberprofi da in Sachen Fußball und einen, der zumindest in Sachen FIFA elektronischer Natur ebenfalls ganz oben steht. Ich darf begrüßen Mehmet Scholl. Hi. Herzlich willkommen. Servus. Hi, freue mich hier zu sein heute. Ja, es ist fantastisch, hier in der Bude von Tölz mal einen echten Fußballer zu haben. Weil normalerweise ist bei uns immer, wenn wir hier so fachsimpel über Fußball, da ist immer so die Kenntnislage relativ gegen den Nullpunkt gehend. Ist es so? Es ist wirklich so. Ich meine, ich habe dann zwar ab und zu so Leute da wie den Mo, übrigens auch an dich, herzliches Willkommen. Okay. Der dann auch, du brauchst jetzt nicht schüchtern sein, Mo, wenn du neben so einem absoluten Oberstar mal sitzt. Aber es ist dann schon was anderes, wenn man dann mal wirklich zum Thema Fußball auch über Fußball reden kann. Ihr könnt jede Frage stellen, die ihr wollt. Deswegen stelle ich mal die erste provokative. Oh ja. Interaktiver Fußball. Ist ja eigentlich unsere Domäne. Interaktiver Fußball habe ich jetzt in meinem Alter nicht wirklich Berührungspunkte, aber habe ich doch, weil mein Sohn sehr aktiv spielt. Ich weiß nicht mehr, ob er gut spielt, aber er liebt es. Er liebt es? Er liebt sowohl viral, sowohl... das Spiel am Fernseher als auch auf dem Platz. Also völlig im Fußball versunken. Ja, da ist er ja wieder Mo. Mo ist ja auch so einer, der, du spielst ja auch bei so einem, ja, ich sag jetzt mal Kreisliga, Landesliga oder sonst was Verein im Kreis Bochum, oder? Ja, also ich habe früher relativ hoch gespielt, vor 3 Jahren, aber seitdem ich viel Zeit mit FIFA verbringe, geht es halt ein bisschen runter, aber Fußball spielen liebe ich trotzdem und könnte trotzdem nicht ohne. Aber du bist deutscher Meister in interaktivem Fußball. Genau. Bevor wir jetzt weiterreden, Leute, wir sind natürlich in unserer Tradition treu geblieben. Heute Weißwurst-Frühstück in der Bude von Tölz mit unserem Stargast Mehmet Scholl, der auch gleich zugreift. Natürlich. Du bist ja alter Bayer.
Ich bin eingebayert. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist aus Karlsruhe. Eingebayerter Karlsruher Halbtürke. So, kann man so sagen. Aber ich bin hier heimisch geworden in Bayern und ich genieße es. Ich genieße auch die Sprache, die man leider in München nicht mehr so oft hört. Man hört nicht mehr so viel Bayerisch. Aber ja, das ist bei uns hier draußen anders. Wobei das ja bei uns ist dann schon wieder oberbayerisch. Also das ist dann schon super. Ländlich, Tölzer Dialekt und. Also ich habe, glaube ich, die letzten 10 Jahre pro Jahr noch mal ein Wort gelernt. Ja? Was ist dein Lieblingswort im Bayerisch? Gibt ganz viele, die ganze Sprache, dass die Semmeln halt resch sind. Dass die Semmeln resch sind. Ja, und aber ganz, ganz viele Sachen. Und da hilft mir natürlich, dass ich seit 25 Jahren mit einem Oberbayer befreundet bin. Und ich die ersten 3 Jahre wenig verstanden habe, aber es war lustig. Ist bis heute wie lustig. Wie isst du jetzt dann deine Weißwurst? So ähnlich wie du. Also ich schneide sie auf und dann schäle ich sie. Ja. Oder pelle ich sie. Ja. So wie es der echte Münchner macht. Ja, zuzeln ist nicht so meins. Nee, wir hatten letztens ein paar Preußen hier bei uns. Das kommt ja auch durchaus im E-Sport öfter vor, dass wir Nordgermanen hier haben. Ja. Muss ich die jetzt zuzeln? Du bist ja schon rein und fängst an zu zuzeln. Das ist ja immer das Schönste, wenn die Preußen kommen aufs Oktoberfest zur Wiesn und man ihnen erklärt, dass bei den Weißwürsten die Haut und das Wasser das Beste ist. Ja. Ja, das ist und der Senf. Und der Senf. Ja, und der Senf. Ja, aber die trinken dann tatsächlich das Wasser. Pass auf, ich hab mir jetzt, ich gebe dann auch gleich. Oder dass bei Radieschen das Grüne das Beste ist, wenn man das Chinesen erklärt. Das macht dann Freude. Mo, kannst du da noch mithalten? Nee. Nicht mehr? Ich komplett raus. Du hast ja einen Debreziner. Ja. Warum keine Weißwurst? Du hast ja schon Weißwurst-Erfahrung. Ist nicht so dein Ding, oder? Doch, aber die sind mir doch ein bisschen lieber. Hm. Ja, vom Weißwurst-Essen dann mal ganz kurz wieder so ein bisschen zurück zum Fußball-Business. Mhm. Aktiver Spieler gewesen, dann großer Kommentator, aber was viele gar nicht so wissen, du bist ja eigentlich so der ja, still und heimlich einen Trainerschein gemacht hat, dann Bayern München Amateure trainiert hat. Und jetzt? Jetzt im Moment mach ich gar nichts und genieße es. Also ich habe ein sehr schwieriges Jahr gehabt, 2016. Da sind ganz, ganz viele Entwicklungen passiert bei mir jetzt in 2017. Entscheidungen musste ich treffen, neue Wege gehen und ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt, aber es fühlt sich aber du wirst beim Fußball bleiben. Im Moment genieße ich so ein bisschen draus zu sein und das aus der Ferne zu beobachten, dieser Trainerschein. Also diese Fußballlehrer-Lizenzausbildung, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, die befähigt oder die gibt mir die Lizenz, quasi alles trainieren zu können, was ich will. Ich habe 3 Jahre Nachwuchs gemacht. Gelte als gescheitert als Trainer mit einem Punkteschnitt von 1,93 Punkten pro Jahr. Und da war ein Spieler drin. 1,93? Ja. Pro Spiel pro Jahr? Das ist knapp unter Pep Guardiola. Und dann ist man gleich gescheitert? Na, ist man gescheitert, weil wir Zweiter wurden. Aber da waren Spieler drin, die jetzt jeder kennt. Emre Can zum Beispiel, Mitchell Weiser. Und die waren halt 16, das waren noch Kinder. Mhm. Das hat halt ein bisschen gedauert. Aber dann hast du ja eins mit Pep gemeinsam. Er ist ja auch gescheitert. So, wie man so schön sagt, gell? Wie man sich halt leicht macht. Und ich habe natürlich jetzt noch ganz, ganz viele Erfahrungen auch gemacht mit Journalismus, wie das jetzt alles ablief. Kann ich ein Beispiel erzählen? Für mich ist jetzt im Sport die meisten Online-Journalisten, das ist noch für mich noch unter Politesse. Das ist einfach, das ist nicht mehr recherchieren, das ist raushauen. Als Beispiel, als Mehmet Scholls Gehalt veröffentlicht wurde während der EM, jetzt letztes Jahr, hat ein Journalist geschrieben, naja, nur mal so am Rande, der Mehmet Scholl kriegt von GEZ-Gebühren 1,6 Millionen Euro pro Jahr. Aufschrei, Twitter, alles Wahnsinn. Und ich saß in Paris, konnte gar nicht reagieren. Dann hat derselbe Journalist nach der EM geschrieben, wir haben uns getäuscht, beim Scholl war es ein 3-Jahres-Vertrag. Also ist immer noch viel Geld. 1,6 auf 3 Jahre. Ja, nicht mehr zitiert worden. Und der gleiche Journalist hat jetzt geschrieben, als ich mit dem Fernsehen aufgehört habe und meinen Vertrag abgegeben habe, der Mehmet Scholl verzichtet auf 200.000 Euro. Also Leute, sucht euch raus. Ist und der egal, hat jetzt nicht da aufgerufen, eine Sammlung für dich zu machen? Ja, Uli Hoeneß hat auch gefragt, eine warme Mahlzeit hat er immer für mich, hat er gesagt. Naja, aber gut, das Problem haben wir ja auch hier, wenn man das, also das gibt es jetzt nicht nur im echten Sport hier, schlechter Journalismus oder so. Ich meine, wenn du heute hier so E-Sport dir diese ganzen Geschichten hier anschaust und dann überlegst,
Wir leben ja durch die Streaming-Geschichte. Das, was wir jetzt hier machen, das ist ja unser tägliches Brot. Mhm. Das heißt, wir übertragen für unsere Communities, für unsere Fans, hier mit unseren Spielern, egal welche Sportart. Bei uns ist eine Sportart dann ein Spiel. Mhm. Also so wie Fußball Fußball ist oder Leichtathletik Leichtathletik. Unterschiedliche Sportarten ist halt FIFA, Pro Evolution, Soccer, Trackmania, Counter-Strike, wie sie alle heißen. Mhm. Das sind dann unsere Spiele, unsere Kategorien, unsere Sportarten. Und was es da aber auch, genau wie bei dir im echten Leben, so Berichterstattungen gibt oder Leute, die irgendwas behaupten. Oder wenn er jetzt zum Beispiel hier mal gerade wieder eine tolle Serie hingelegt hat, irgendwie 3-4 Spiele gewonnen hat, die deutsche Meisterschaft anführt, dann hast du gleich 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, hunderte Hater auf dem Kanal, die alles Mögliche reinschreiben. Und ich meine, das hat mit Journalismus oder ich sag jetzt mal mit Objektivität überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist derart subjektiv und nur da reden wir nicht mehr über 1, 2, 3 Meinungen, sondern über Hunderte. Mhm. Und da kannst du nichts mehr machen. Nein, diese Rasanz hat zugenommen. Also ich meine, dadurch, dass die Welt halt das erste Mal wirklich online verbunden ist, jeder kann ja mit jedem verbunden sein, wenn er will, dadurch hat jede Ameise im Ameisenhaufen eine Stimme. Und das hat es halt früher nicht gegeben. Ja, jetzt meldet sich die Hausfrau aus Iserlohn zu Wort und beleidigt mich im Internet, weil meine Schuhe dreckig sind. Als Beispiel, wo ich sage, komm du mal klar mit deinem Leben, du darfst mich beleidigen, aber das hat ja mit Objektivität und einer Meinung oder einer Haltung hat es ja nichts zu tun, was da passiert. Was erlebst du da täglich? Ja, also man bekommt ja immer viele Meinungen und auch die Kommentare, die liest, also ich bin ja noch nicht so ein Promi und da liest man natürlich alles mit, so man interessiert sich auch für jede Meinung und man freut sich natürlich, wenn man positiv irgendwie erwähnt wird und so, aber alle Negativen, da überlegt man sich immer so. Mo, einmal im Monat googeln reicht, glaub's mir. Das will man gar nicht alles lesen, was fremde Menschen über einen denken. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht dann sowas rein, wenn du dann über dich was liest? Ich meine, du postest etwas, bist der Meinung, du postest es ja deshalb, weil du dich toll dabei gefühlt hast oder weil du glaubst, das ist eine Sache, die wunderbar war und jetzt kommen dann auf einmal 60, 70, 80% Negative. Was denkt man da? Ja, ob das ein sinnvoller Post war oder, ja, man postet ja nicht nur immer positive Sachen, sondern auch irgendwo, wenn man was Schlechtes gemacht hat, postet man muss ja immer alles mitgeben und man ist dann immer gespannt, wie die Leute reagieren und dann, wenn die Leute negativ reagieren, ja, dann fragt man sich schon irgendwie. Wann hast du aufgehört, dich darüber aufzuregen? Als mir bewusst geworden ist, dass ich das, was ich da sage, durchaus mal provokant sein kann. Ich muss mal schütteln, ganz kurz, da kommt nämlich Senfwasser raus. Aber ich das natürlich, das, was ich da sage, sage ich mit voller Überzeugung, weil es von innen rauskommt. Und wenn das jemandem nicht passt, dann ist das deren oder sein Problem und nicht meins. Naja, so kennt man dich ja, auch vom Kommentieren. Du bist ja eher so der Launige. Also nicht so der im Mainstream mitschwimmt, der dann allen Leuten, vor allem dem Moderator, nach dem Mund redet, sondern am Ende des Tages dann auch mal mit einem Kommentar kommt, wo dann auch ein Bundestrainer dasteht und nach Luft schnappt. Hast du dich da jemals irgendwo dafür entschuldigen müssen oder ist das etwas, wo du dann auch negative Kritik einsteckst, wo du sagst, jetzt habe ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr? Ja, nee, so ist es eigentlich nicht. Ich hab dann jetzt bei der letzte Spruch, der jetzt kam, der war von über Cristiano Ronaldo im Sommer, der war flapsig hinten raus, das war nicht homophob, das war nicht beleidigend, aber ich habe einfach über diese ganz vielen Shitstorms und Negativberichte einfach gelernt, ja, bei mir zu bleiben. Ich bin ja im Privatleben genauso. Also da rutschen mir ja genauso Sachen raus und da habe ich auch kein Problem, mich, wenn ich da zu weit gegangen bin, zu entschuldigen. Aber ich bin im Fernsehen nur einmal zu weit gegangen, das wissen wir alle, das war mit Mario Gomez. Der Spruch ist aber auch aus einer Situation entstanden, die den ganz gut erklären könnte. Das würde jetzt zu lange dauern. Aber mei, soll ich mich jetzt viral einscheißen? Soll ich jetzt Angst haben vorm Internet? Dann gehe ich halt nicht ins Internet. Ja, also das ist tatsächlich drin, dass man die Wahl hat zu sagen, man liest es nicht, man geht da nicht rein. Naja, jetzt kommst du natürlich aus der alten Welt. Mhm. Klassisch, Fernsehen, was da gesagt ist, das ist wie ein Pfeil, den ich abschieße, kann ich nicht mehr zurückholen. Das ist das gesprochene Wort, typische Geschichte. Man kann dann irgendwas nur noch irgendwo versuchen, gerade zu biegen. Vor allem das mit dem Kontext, das ist ja immer so eine Kiste. Mhm. Du kennst jetzt den Gomez, du redest mit ihm 2, 3, 4, 5 Stunden, ein Satz, keiner kriegt's mit, was rundherum passiert und alle sagen, was ist denn der Scholl für ein, weiß ja selber. Seine Welt ist eine neue Welt.
Da findet so eine Kommunikation, ja nicht mehr im TV so in dem Maße statt, sondern grundsätzlich in der gegenseitigen Kommunikation. Das heißt, er postet etwas, 30 Kommentare und dann geht das Hin- und Hergeschiebe los. Mhm. Das heißt, du fängst dich schon an zu verteidigen, noch bevor du überhaupt irgendwas hast, wo dich einer ja wirklich mal richtig anpöbelt oder so. Gell? Mhm. Also das sind Dinge, ich stehe da auch immer nur da und schüttle immer wieder mit dem Kopf, was am Ende des Tages, was da passiert und vor allem, wie man da rauskommen soll wieder. Mhm. Weil du kannst ja auch nicht bei Facebook anrufen und sagen, jetzt lösch mal einfach alles. Mhm, klar. Ist nicht. Also es wird geht nichts mehr verloren, ne? Nee, es geht nichts mehr verloren. Das Internet vergisst nicht. Das ist ja die Problematik. Und ich glaube, das, was du jetzt auch angesprochen hast, dann aus der alten Welt kommend, die Verbindung zur neuen Welt, ist, wenn du dann sowas machst und das Ganze dann auch noch viral geht, dann bist du komplett verloren. Mhm. Weil die Problematik ist, in der alten Welt kriegt es ja jeder mit, der kriegt den Kommentar mit, in der epischen Breite. Fußball-Länderspielübertragung, hier jetzt auch wieder Deutschland-England, da sind wieder ein paar Millionen dran. Wenn man da was Falsches sagt, dann geht das sofort in Twitter, geht sofort in Facebook rein und dann wird es breit diskutiert. Wie willst du da was machen? Und vor allem mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Selbstbewusst bleiben und mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Sich nicht verrückt machen lassen. Ich kriege das ja auch mit, ihr seid ja eine Generation, mein Sohn auch, der ist ein bisschen jünger. Ihr seid ja damit groß geworden. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr davon nicht beschleunigt werdet oder durchs Leben gepeitscht werdet, sondern das reale Leben findet schon noch statt. Ja, und machst du, weil du sagst, deinen Sohn, machst du da Coaching für deinen Sohn? Oh, das ist. Bist du Vater? Weiß ich nicht. Ja, ich bin Vater. Bist du Coach für deine Kinder? Ist schwierig, ganz schwierig. Ich habe meinem Sohn. Die war auch mehr provokativ, die Frage jetzt. Also ich. Ja, okay. Ich habe eine 16-jährige Tochter. Da ist nichts mehr mit Coachen. Nee, das ist aber auch nur eine Phase, die kommt. Also Lukas kam, also Papa war peinlich zwischen 14 und 17. Der Humor, die Sprüche, alles peinlich. Auch die Ratschläge, alles peinlich. Und irgendwann hat er jetzt nach vielen komischen Mädels eine gute kennengelernt. Und komischerweise, die sagt ganz viel so ähnlich wie mein Papa. Ja, und jetzt ergibt es von der anderen Seite viel mehr Sinn, als wenn es der Vater macht und alle haben ihren Frieden und kommt auf den richtigen Weg. Alles gut. Wie ist es denn einfacher, mit jungen Leuten umzugehen, mit den eigenen Kindern oder mit Fremden? Ja, du machst ja viel für Kinder. Du arbeitest ja viel mit Kindern. Ja, ich hab drei Kinder, die sind alle für mich einfach, weil ich die Konstante bin. Die wissen, sehr viel mit Humor wird erzogen. Aber links und rechts sind Grenzen und die verschieben sich nicht. Ganz einfach, Nein bleibt Nein. Kann ich eine gute Anekdote erzählen? Ich habe meinen Kindern immer erzählt, auch wenn wir in die Tankstelle gegangen sind oder im Supermarkt. Ich habe übrigens alle drei Kinder an der Supermarktkasse liegen lassen, schreiend. Das kennen wir alle. Ja, kennen wir alle. Bis sie rausmarschiert sind, aber jedes Kind nur einmal. Also hat das gemacht. Und da habe ich ihnen von frühester Kindheit an erklärt, das ist eine Falle, dass diese Süßigkeiten genau in Kinderhöhe sind. Also jetzt waren wir neulich in der Tankstelle und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Papa, wir wissen, das ist eine Falle und wir wollen aber reintreten, bitte. Habe ich natürlich ihrem Wunsch entsprochen. Also wer dann so kreativ ist und sagt, ja, Papa, das musste jetzt sein. Du bist ja auch so gerade erst dem Kindesalter entsprungen und deine Mutter kenne ich ja auch sehr, sehr gut. Und wie soll man jetzt das verstehen? Da will ich mal nachhaken. Du kannst gerne nachhaken. Was ist da los? Also, ich bin mit meinen Spielern, wir sind eine große Familie. Okay, jetzt macht Sinn. Wir sind eine große Familie. Das reicht schon. Und ich meine, du kennst es ja von früher auch, wenn man in der Jugendmannschaft gespielt hat, Papa, Mama war immer mit dabei. Ja. Und er hat auch so eine Mama, die dann auch mit dabei. Also Spielermutter, klassische Spielermutter, so wie man es kennt. Also, da hast du eigentlich auch eine Spielerfrau schon? Eine Spielerfrau habe ich. Jawohl, okay. Jetzt, Entschuldigung. Alles schon da. Spielermutter, wie gesagt, tough, aber richtig tough. Mhm. Libanesin. War vor kurzem auch erst hier bei uns, hat libanesisch gekocht für die ganze Truppe hier. Und ich muss sagen, Essen war klasse, aber wenn ich schon mal nichts mehr sage und nur noch Befehle befolge, dann kannst du dir vorstellen, wie das Ganze läuft. Also die war richtig tough. Was hast du da immer so für Sachen gemacht? Ich war immer so der einfache Sohn. Ich habe vier Geschwister und da waren drei bisschen problematisch, deswegen war ich immer so der Einfache. Sie hat mich. Wenn ich mit den anderen rede, werden die sagen, ich war der Normale und vor allem der Mo war der Problematische, oder? Bei uns in der Familie ist es immer ein bisschen einfacher. Also wir gehen mit unserer Mutter auch viel mit Humor, das ist wie eine Freundin. Und kommt ein bisschen vielleicht streng rüber, wenn sie beim Kochen ist und jemand zu langsam schneidet oder so, kennst du ja selber. Ja. Aber ja, es ist ganz witzig mit ihr und
sie hat mich einfach mein Leben machen lassen. Also wenn ich mal was nicht wollte, hat sie mich nicht gezwungen, das zu machen, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht deutscher Meister in FIFA, weil ich früher sehr viel gespielt habe. Ich wollte es gerade sagen, vom Bild, einfach Mo, komm mal her, und dann vom Bildschirm vergessen. Geil. Und dann wird er, und dann macht er was draus, eine Leidenschaft, wovon er leben kann. Das ist doch... Mehmet, ich will jetzt noch mal ganz kurz auf die Trainingssituation eingehen. Kannst du dir vorstellen, dass im E-Sport, genauso wie im echten Sport, die Jungs stundenlang dran sitzen, um zu trainieren, um auf wirklich großem Level dann dabei sein zu können? Naja, von nichts kommt nichts. Also ich glaube, das ist im Fußball nicht anders als in deiner Sportart, nenne ich es jetzt mal. Also ohne Fleiß kein Preis. Also man muss hartnäckig sein, man muss leidenschaftlich sein und anders wird man auch nicht deutscher Meister. Also ich kann es mir schon vorstellen, wie viel da trainiert aktuell wird. Wie viel trainierst du? Aktuell ungefähr 5-6 Stunden pro Tag. Es wird weniger in der Zeit, aber zurzeit, das Spiel ist gerade erst neu, seit einem Monat, man muss erstmal seine Taktik finden und wie man am besten seinen Gegner dominieren kann. Deswegen trainiert man sehr viel zurzeit und ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zum echten Sport. FIFA beispielsweise, da ist einmal im Jahr der Wechsel, da kommt dann eine neue Version raus, da werden dann meistens die Karten wieder neu gemischt. Gibt es denn im echten Fußball auch so eine, ja, so eine Situation, wo man sagen kann, da werden die Karten wieder neu gemischt? Trainerwechsel, neue Spieler? Ja, das sind sicherlich Aspekte. Jetzt muss ich überlegen, ob's so, also ich glaube, so krasse Einschnitte wie bei euch, dass wir das Spiel komplett nochmal neu lernen müssen quasi. Das haben wir nicht. Aber es verändern sich natürlich Situationen. Interessant ist auch, wenn welche Mischung du als Mannschaft auf dem Platz hast. Man merkt einfach, Spieler, die Erfahrung haben und die Jungen führen, das ist einfach was anderes, als wenn nur junge Hüpfer rumrennen, die noch lernen müssen, die Fehler machen. Also es gibt schon ganz, ganz viele Aspekte auch im Fußball, die so ein Spiel beeinflussen können. Aber wann lernt man denn oder wann merkt man denn? Ich meine, das wirst ja du als Trainer wahrscheinlich ganz gut beurteilen können, gerade wenn du Nachwuchs gemacht hast beim FC Bayern. Wann sieht man denn einem Talent an, dass es ein echtes Talent ist? Es geht relativ schnell. Das fängt an in der ganz frühen Jugend mit 6, 7, 8 Jahren. Die Bewegungsabläufe, die Spielauffassung. Wie nimmt das Kind Räume wahr? Welche Charaktereigenschaften hat das Kind, welche physischen Eigenschaften? Und dann sieht man relativ, also ich habe als Beispiel Gianluca Gaudino, der jetzt in der ersten italienischen Liga spielt, den habe ich mit 6 Jahren trainiert und ich habe einfach nur gedacht, der muss nur wachsen. Ja, wenn da jetzt nicht was Schlimmes passiert, der muss nur wachsen. Wie ist das im E-Sport? Wann fängt man da am besten an? Ich meine, ich gehe davon aus, dass da auch so ein Hinweis da bei deiner Aussage jetzt verborgen war. Je früher, desto besser. Natürlich. Ist das im E-Sport auch so oder kann man da auch mit 20 noch einsteigen? Da ist es auch so. Umso früher, umso besser. Also man merkt auch, es gibt auch Talente in FIFA. Und man merkt auch, wenn du mit einem 14-Jährigen redest und der Ahnung vom Fußball hat und dann nebenbei noch spielen kann, dann weiß man direkt, dass er was reißen kann. Weil neben dem Talent, Reaktionszeit, brauchst du auch fußballerische Kenntnisse. Du musst wissen, wo die Räume sind, wie du Ballbesitz führst, muss man alles wissen. Es gibt viele junge Spieler, die einfach spielen können, ohne Fußballkenntnis zu haben. Du siehst, die können das Spiel auswendig irgendwann nach 7 Monaten, aber nach dem 9. Jahr müssen die wieder von neu anfangen, wieder ein Jahr lang komplett das Spiel auswendig lernen. Und da wird es dann schwer. Wie ist das bei euch? Im echten Fußball gibt es Trainer, gibt es einen Haufen Leute drumherum. Brauchst du auch einen Coach? Brauchst du auch einen Trainer? Nee, also einen richtigen Coach habe ich nicht. Ich höre auch gerne auf mich selber so. Ich bin eher so spontaner Spieler. Im Spiel ändere ich dann was, wenn ich merke, es fehlt was. Aber in der FIFA-Szene ist es extrem krass, dass die Profis sind ja Konkurrenten, aber helfen sich auch gegenseitig. Wenn du mal gegen einen spielst und du merkst halt, dass er was nicht kann, dann schreibst du ihm das auch und du sollst das trainieren und ich kann dir dabei helfen. Also so ist die FIFA-Szene ein bisschen anders als im echten Leben. Ich glaube nicht, dass sich der Ronaldo irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, Mensch, Mehmet, mach mal das besser, oder? Selten. Na, interessant ist, auch hier voneinander lernen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich 1993 das erste Mal mit der Nationalmannschaft gewesen. Das war die Mannschaft noch Völler, Brehme, Matthäus, Augenthaler, Buchwald, Klinsmann. 90er Jahre. Genau, 93. Und dann nach der 5. Trainingseinheit. Beckenbauer war Trainer, Teamchef. Nee, da war dann schon Vogt, nach der WM. Und dann habe ich irgendwann gefragt, nach dem 5. Training, warum ich keinen Ball bekomme. Und dann haben sie gesagt, also Lothar und Brehme haben gesagt, weil du zu schlecht bist. So, und dann haben sie gesagt,
Ja, wie werde ich besser? Dann haben sie gesagt, komm mit. Dann haben sie sich die Bälle hingelegt, 20 Meter vorm Tor. Und haben gesagt, wo schießen wir jetzt hin? Ja, links oben. Fupp, links oben. Ja, jetzt rechts oben. Fupp, rechts oben. Hast zugeschaut? Habe ich gesagt, jetzt kann es gehen. Also du durftest es nicht selber machen? Nee, ich durfte nicht mitmachen. Aber ich habe natürlich dann angefangen zu üben. Und so ist dann auch diese Freistoßserie. Mhm. Ich habe das so oft geübt, über eine Mauer. Ich habe mir die Mauer im Training, diese Manschgal, die sind ja auf 1,80, 1,85. Ich habe mir die Mauer auf 2,10 Meter hochmachen lassen. Mhm. Weil einfach ich festgestellt habe, es nutzt mir nichts, über die Mauer zu kommen, weil im Spiel springen die Spieler. Aha. Also muss ich die Spieler komplett ausblenden können und brauche also eine Kurve, die über 2,10 Meter geht. Und das habe ich halt trainiert, bis zum Abwinken, bis zum Erbrechen, nach jedem Training. Und es ging dann so weit, dass ich gesagt hätte, zwei Freistöße ist wie ein Elfmeter. Also so sehr habe ich das. Und mir war auch egal, was der Torwart macht. Weil ich wusste, wenn ich meinen Schuss bringe, dann kann der Torwart machen, was er will, und die Mauer auch. Und ja, der Auslöser war einfach Spieler, die besser waren. Mhm. Ja, und von denen kann man lernen. Wie wichtig ist denn dann der Trainer? Ich meine, wir haben jetzt beim FC Bayern gemerkt, nach dem Trainerwechsel, dass es anscheinend ja ein sehr wichtiger Faktor ist. Mhm. Ja, ein gutes Beispiel, das wäre in der heutigen Zeit bei diesen ganzen neuen, jungen, ambitionierten Trainern gar nicht möglich, weil sie sich selber nicht vertrauen, also ihren Spielern nicht vertrauen. Deswegen darf man das, was ganz viele Punkte gebracht hat und Freude gebracht hat, was ich da geübt habe, das habe ich alles außerhalb des Trainings üben dürfen, nach dem Training. Das heißt, da war kein Zwang, jetzt musst du in die Kabine gehen, weil in einer halben Stunde das Essen da ist und dann müssen alles gleich essen und die Trainer sitzen so da, haben alles im Blick, und ich habe es genau umgekehrt erfahren. Draußen nach dem Training untereinander lernt man noch mal richtig was. Beim Essen, alle guten Trainer saßen immer mit dem Rücken zu uns, weil sie uns einfach vertraut haben. Ja, er wusste, wir hauen ihm kein Messer in den Rücken. Dass dieses Misstrauen, was da gesät wird, macht gerade alles kaputt. Naja, es gibt ja da immer so gewisse Kategorien von Trainern. Wir haben da in den letzten Jahren ja immer wieder viel gelernt jetzt gerade. Ob das jetzt Guardiola war, ob das jetzt die ganzen... da gibt es so diesen wunderbaren Begriff Laptop-Trainer. Kursbesten. Nennen Sie die Kursbesten. Die im Prinzip hier mit wissenschaftlichen Methoden an die ganzen Sachen. Ja, weil sie nichts sehen. Das ist da, und da, ich weiß, worauf du ihn aus willst. Diese Kategorie Trainer, die muss sich auf Wissenschaft verlassen. Die muss sich auf den Konditionstrainer verlassen, weil sie es selber nie erfahren haben. Wenn du die Vita liest von diesen... Sind das Leute, die nie Fußball gespielt haben? Wollte ich gerade drauf kommen. Diese Vita von denen, wenn du liest, da steht nie mangelndes Talent. Da steht immer schwere Knieverletzung mit 19 Jahren. Ja? Und alle gleich musste und hat sich dann auf den Trainerjob konzentriert. Mein rechtes Knie hat sich mit 16 Jahren verabschiedet. Knorpelschaden. Mhm. Durch. Trotzdem sind die dann oben angekommen sind durchgegangen. Nochmal, mangelndes Talent. So, und jetzt werden die selber nicht gespielt haben, auf Profis, die früher über ihnen waren, ja, die besser spielen konnten als sie, losgelassen und zahlen es natürlich denen heim, wenn die dann nicht funktionieren. Also es ist grotesk, was gerade im deutschen Fußball passiert. Okay, du meinst dann, also wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, dann sind diese sogenannten jungen Trainer, die jungen Wilden, jetzt auch nicht so wirklich, die immer wieder von den Medien gehypt, gefeiert werden, weil sie so angeblich die neuen großen, tollen Innovationen da reinbringen. Ist doch relativ simpel, was da passiert. Die werden von den Medien gefeiert, weil für die Medien... Vertreter, die selber nicht oben gespielt haben, sind die der Beweis, man kann ja oben trainieren, auch wenn man nie oben gespielt hat. Also halten die natürlich zusammen. Im Gegenzug dazu werden gerade ehemalige Spieler, die durch die Trainermühle gegangen sind, das ist eine Mühle, die werden ignoriert und aus dem Geschäft, aus dem Geschäft. Ich finde das super interessant. Ich habe zwar selber nicht Fußball gespielt, aber Eishockey auch über 25 Jahre lang. Und bei uns war es so, wenn du aus dem Nachwuchsbereich gekommen bist, dann war es eigentlich immer so, je höher du gestiegen bist, desto besser wurden die Trainer, weil das immer ehemalige Eishockeyspieler waren. Grundsätzlich. Man hat auch immer versucht, alles, was oben rausgeht aus der ersten Mannschaft, möglichst für den Trainerbereich, für den Nachwuchsbereich zu gewinnen. Nicht nur Erfahrung, was da eben da ist, sondern einfach dieses Feeling. Es ist ja eigentlich einfach nur die Wissenschaft oder einfach nur zu verstehen, wie Fußball funktioniert. Genau. Das Runde muss ins Eckige. Oder Taktik, sondern es ist einfach auch die Spieler zu verstehen. Warum bin ich jetzt so drauf? Warum denkt ein Mittelstürmer, wenn er diese Laufwege geht, so und so weiter und so fort? Also das, was bei uns immer, und ich habe das auch immer wunderbar verstanden, ich verstehe das beim Fußball nicht.
kann Nein. das nicht verstehen, weil wenn ich heute die erste, zweite Liga anschaue, wie viel haben wir da, die früher gespielt haben? Kannst vergessen. Und letzte Saison war es sogar tatsächlich so, da war Tuchel der einzige Ausreißer. Alle anderen, die oben gelandet sind, ob das Stöger mit Köln war, Hertha mit Dardai, Heinkes bei Bayern, Ancelotti bei Bayern ist ja auch ein Weltklasse-Spieler gewesen. So, das hat sich dann schon durchgesetzt. Aber ganz ehrlich, wenn sich zwei junge Trainer duellieren, gibt es ja auch Punkte. Hm. Ja, und das ganz große Problem ist, dass diese Ausbildung, die ich auch gemacht habe, die ich aber dann weggeschmissen habe, einfach weil sie unrichtig ist und ungerecht ist, neu ist, dass diese eloquenten, jungen, aufstrebenden, ich nenne sie Verkäufer, das sind Verkäufer, das sind Leute, die vor einer Gruppe stehen und dozieren. Mhm. Das sind keine Menschen, die den Fußball lieben oder je erlebt haben. Die sind inhaltlich und vom Auftritt her so stark, auch mit PowerPoint und was auch immer, dass die Entscheidungsträger, Manager, Präsidenten, Aufsichtsräte sagen, wir haben gerade den Trainer des Jahrtausends. Mhm. Ja, und neulich hat mich ein ehemaliger Spieler, Roger Prinzen, super Job gemacht bei Nürnberg 2, natürlich von dem jetzigen Trainer der ersten, rausgekickt worden. Der hat sich beworben bei Lotte und dann haben sie ihm abgesagt, obwohl er es gut gemacht hat, mit den Worten, du passt nicht ins Anforderungsprofil, wir suchen einen 35-Jährigen, der gerade vor 2 Jahren maximal den Trainerschein gemacht hat. Also unser Geschäft ist gerade in völlig verkehrten Händen und das sind natürlich auch alles Netzwerkler. Also die versuchen natürlich dann mit den Medien und so hintenrum sägen sie Fußballer ab und unser Geschäft geht gerade kaputt. Ja, viel Spaß auch in den nächsten, ich sag's jetzt voraus, vielleicht kann man das, es ist ja viral, es verschwindet nie mehr. Also man sagt, die ersten Konsequenzen sehen wir jetzt schon international und die ganz großen Konsequenzen, die sehen wir in 10 Jahren, weil diese ganzen Fußballlehrer, die nicht gespielt haben, die können nicht alle gleich in die Bundesliga. Das heißt, sie gehen in den Nachwuchs. Mhm. Wir verlieren die Basis. Hier brauche ich es nicht sagen. Wir verlieren den Spaß, die Freude, die Technik, die Zweikämpfe. Aber weil sie lernen alle Systeme, die Kinder. Was passiert? Sie werden die Lust verlieren. Außerdem wird die Straße aussortiert. Mhm. Das heißt, unbequeme, quirlige, irgendwelche Spieler, technisch stark. Und die Effenbergs werden aussortiert, die Machtmenschen. Also die vielleicht fußballerisch, Effe war stark, aber der ist jetzt in der Jugend nicht aufgefallen. Aber er ist aufgefallen durch seine Präsenz und durch seinen Weg. Die haben natürlich eine Meinung, diese Spieler, weg. Also kommt oben an Einheitsbrei, die Basis nicht mehr können. So wird's kommen. Oh, das sind starke Worte. Tut mir leid. Ja, aber man hat so eine ähnliche Kiste ja damals auch im Eishockey gehabt. Also wenn ich die Analogie jetzt sage, wir hatten damals eine sehr starke Bundesliga 1, Bundesliga 2. Dann kam man mit der deutschen Eishockey-Liga und hat komplett vergessen oder hat dann Mannschaften aus der Retorte gemacht. Ohne Unterbau, ohne Nachwuchs, war ein bisschen anders, aber am Ende geht es in die Richtung. Wenn der Nachwuchs nicht da ist, wenn von unten nichts nachkommt, dann kann oben nichts sein. Mhm. Ich meine, deswegen finde ich es ja relativ gut, dass jetzt ein Uli Hoeneß sich dann da hinstellt, hier sein Nachwuchszentrum macht und zumindest nach außen, du wirst es wahrscheinlich besser beurteilen können, als ich jetzt hier aus Bad Tölz Richtung München blickend, dass man da trotzdem versucht oder zumindest das Verständnis dann da ist, ohne Nachwuchs funktioniert es in der Zukunft nicht. Weil wenn ich jetzt auf den FC Bayern ganz speziell schaue, dann ist der FC Bayern ja das geworden, was er heute ist, unter anderem auch durch Eigengewächse, durch Identifikationsfiguren. Das ist nämlich das Nächste dann. Durch Erziehung auf der Alten, die jungen Spieler lernen, was Bayern München bedeutet, Zeit bekommen und Talent haben und Führung. Ich brauche ja, wenn ich dieses Wort Identifikationsfigur nochmal etwas anstrengen möchte, das sehe ich im E-Sport ganz, ganz besonders. Ich meine, da muss ich nicht immer oben Top 3, Top 4, Top 5 sein, wenn ich jetzt hier ein Community-Liebling bin, so wie es bei uns heute heißt. Also jemand, der wirklich von den Fans angenommen wird. Und das ist im E-Sport, ist das natürlich viel weiter, weil wir Fans nicht nur regional, lokal hier rund um Bad Tölz haben, weil wir hier sitzen, sondern überall. Aber im Fußball, im Sport ist es natürlich super wichtig, wenn ich jetzt so eine Mannschaft bin, aus dem Herzen der Stadt gewachsen und habe dann nur noch Ausländer oder habe dann nur noch Spieler, die von sonst woher kommen. Oder ich muss dann sogar sagen, Nachwuchs kommt von 60, weil ich es nicht auf die Reihe kriege aus Bayern. Das ist das Furchtbarste, glaube ich, die Todesstrafe. Es ist tatsächlich ein Punkt, der bei mir ziemlich weit oben steht, auch dieses Identifikation. Es geht ja tatsächlich darum,
Bundesliga gewinnst du auch mit, wahrscheinlich mit Sanchez, mit Thiago, mit, ich nenne ihn auch Lewandowski, dem ich die Identifikation überhaupt nicht abnehme. und wenn es um die letzten 10% geht und die brauchst du, um die Champions League zu gewinnen, dann muss da eine bayerische Power da auch stehen, die Ausbildung genossen hat, die erzogen worden ist zum Erfolg und die sportlichen Fähigkeiten hat. Und da ist im Moment die letzten, die das hatten, das war 2013, Champions League Sieg. Mhm. So, aber seitdem sind ja viele weg. Lahm ist weg, Badstuber ist weg. Schweinsteiger ist weg. Das ist eine Ecke-Identifikation, die da völlig flöten. Ja, der Witz an der Sache ist, man möge mir das jetzt verzeihen, aber man identifiziert ja heute sogar schon einen Neuer, der aus Schalke kommt, mit dem FC Bayern. Ja. Sind wir froh, dass wir jetzt den Hummels wieder zurück haben. Der kommt wenigstens aus München. Mhm. Also von dem her gesehen. Aber da fehlt einfach alles. Ja, es gibt schon noch so ein paar Ausreißer, wo ich sage, Robben Ribéry, das ist für mich Bayern München. Oder selbst Rafinha, das ist für mich so ein Spieler für der Bayern München verkörpert, Boateng haben wir, Alaba, so, aber ja, gut. Gut, aber es ist natürlich, die alleine können die Champions League nicht gewinnen. Nee, leider nicht. Ja, ich glaube, hier könnten wir jetzt noch stundenlang philosophieren. Da könnten wir wirklich. Also vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder zu uns. Sehr gerne. Dass wir das Ganze dann doch etwas weiter ausholen können. Schauen wir mal, wie jetzt die Entwicklung ist. Ich glaube, dass ich recht behalte. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein Match, ein echtes Match. Und zwar, wir haben gedacht, wie kann man euch zwei heute gegeneinander antreten lassen? Echter Fußball wäre ein bisschen unfair, E-Sport wäre noch viel unfairer. Glaube ich auch, ja. Deswegen machen wir ein Kicker-Match mit euch beiden dann. Okay, gut. Aber auch der Kicker hat ein Handicap, werde ich danach erklären. Der ist so schon schwer genug, aber dann... Nee, wir haben eine ganz fiese Nummer gemacht, ich schwöre es euch. Einen eckigen Ball oder sowas. So ähnlich, aber ganz fies, okay. Ganz fies und ganz wirklich ganz böse. Aber wie gesagt, Break hier jetzt, wir machen jetzt... Ach, Augen verbinden oder so. Ja. Das Ambiente gewechselt. Wir sind jetzt am Kicker und an unserem neuen Bude von Tölz E-Sport-Kicker, diesmal mit echter Beteiligung eines Fußballers, eines echten E-Sportlers. Und ich habe ja gesagt, wir haben da so ein kleines, böses, hinterfotziges, es ist hinterfotzig, Handicap eingebaut.
Ein Kicker kennt man ja normalerweise, dass man von links nach rechts spielt. Wir spielen jetzt von rechts nach links. Also das heißt, genau in die andere Richtung, damit auch keiner irgendwo vorab was trainieren konnte. Weil wir haben natürlich allen gesagt, dass wir heute Kicker spielen wollen, aber wir wissen ja, wie das Ganze so ist. Kommt ihr damit klar? Glaub schon. Du? Ich kann auch so kein Kicker spielen, deswegen. Also, wie ist deine Kickerkarriere bisher verlaufen? Okay, ich habe das in der Jugend öfter gespielt. Also rudimentär, sagen wir es mal so. Rudimentär. Auch nicht wirklich hier mit großen Trainingseinsätzen und so? Nee, es hat schon eine Zeit lang Spaß gemacht, aber... Ja, spielt ja jetzt keine Rolle, jetzt müssen wir ja verkehrt rumspielen. Genau. Machen das wir. Haben wir gemacht und es geht auch um etwas. Der Gewinner, der kriegt nämlich 1000 Euro. Und diese 1000 Euro, die dürfen Sie natürlich nicht mehr nach Hause nehmen, die Herren, sondern die gehen dann in ein ganz, ganz tolles Projekt, das wir uns überlegt haben. Das stellen wir aber nach dem Spiel vor. 2x3 Minuten. Der Mo hat Anstoß. Da war der Mehmet ganz, ganz lieb und nett. Und ich werde stoppen. Achtung, die Zeit läuft. Also, Mehmet in Schwarz. Mo, es geht in die andere Richtung, also keine Eigentore oder sowas, gell? Wann habt ihr zum letzten Mal Kicker gespielt? Ja, so noch nie. Verarsch mich nicht. Also wir werden den Kicker natürlich sofort nach diesem Event wieder umbauen, damit wir dann in Zukunft wieder richtig rumspielen können. Aber es ist schon mal was anderes, denke ich. Oder? Aber der Mo macht die alte Kicker-Taktik, immer einen Torwart schießen lassen, weil der hat den knallhartesten Schuss. Auch so, ui, der war gut. So, wir sind schon in der zweiten Spielminute. 54 Sekunden sind vorbei. Ah! 1:0. Starkes Tor. Mehmet, das war ein Eigentor, ja? Gell? Wie viele Eigentore hast du in deiner Karriere geschossen? Keins. Keins? Nee. Ehrlich nicht? Ich bin mal angeschossen worden beim Freistoß. Das weiß nicht, ob sie das gewertet haben. Aber so bewusst nie. Was war dein schönstes Eigentor, das du miterleben durftest? Also, im echten Fußball wäre jetzt der Videobeweis bei deinem Handspiel wieder... Das schönste Eigentor hat, glaube ich, mal Torben Hoffmann, der jetzt bei Sky arbeitet, gemacht. Völlig unbedrängt versenkt. Ich habe jetzt gemeint, dass du jetzt irgendwie Beckenbauer heranbringst, weil der war ja früher berühmt für seine Eigentore. Über den Kaiser lasse ich gar nichts. Nein, lasse ich gar nichts kommen. Großartiger Mann. Jetzt wird spannend. Eieiei, das war eine Granate. So, wir haben noch genau eine Minute. Und es steht nach wie vor 1:0 für Mo. Und wie gesagt, für all jene, die jetzt zuschauen oder das zum ersten Mal hier so sehen. Ja, wir haben keinen normalen Kicker. Unser Kicker ist ein bisschen modifiziert. Wir spielen nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, damit wir das Ganze mit einem kleinen Handicap versehen. Und unsere beiden hier, die stellen sich entsprechend an. Ja, wie sagen die Fernsehreporter immer, da wird es im Nachhinein viel zu besprechen geben. Ich glaube, wir können andere Dinge besprechen. So, Achtung. Wir haben auch keine Nachspielzeit, weil keine Verletzten bis jetzt waren. Hey, sag mal. Was macht ihr da eigentlich? 10 Sekunden noch. Ja! Der war dann etwas direkter. Okay. Das war's. Seitenwechsel? Seitenwechsel. Seitenwechsel. 2:0? 2:0. 2:0. Müssen wir gleich mal andersrum stecken, dass wir da auch ja die richtigen Ergebnisse immer wieder so haben. So, also 2:0 für Mo. In der zweiten Halbzeit spielt Mehmet mit Weiß und Mo mit Schwarz. Also lasst euch nicht irritieren. Achtung! Und die Zeit läuft. Wie gesagt, es geht um 1000 Euro für einen karitativen Zweck, den wir vorher mit den beiden hier ausgemacht haben. Ganz schönes, nettes, tolles Projekt, das wir euch gleich danach auch noch vorstellen werden. Yes. Oh. Der kommt jetzt echt. Hat fast Mo ein Eigentor geschossen. Ja, und Mo kommt echt damit zurecht.
Meinst du, das liegt daran, dass er E-Sportler ist, dass die mit den Händen mehr arbeiten müssen? Das kann schon sein, ja. 3-0. Nee, 2-1. Na, du warst es. 2-1. Mo, du bist ein... Was machen wir eigentlich, wenn es... Ich glaube, er ist gewohnt, mit seinen Händen wirklich mehr zu machen als ich. Aber das ist keine Ausrede, denn das... Ja, ich muss schon sagen, es ist ja auch nicht ganz fair von uns, dass wir hier so kleine Handicaps mit eingebaut haben. Nein. Für dich. Das war einer von der alten Sorte. Ja, so der Kicker-Klassiker ist ja das Ding zu drehen, gell? Hier so schwupp, schwupp und dann... Das darf man ja nicht. Trillern. Geil, oder? Ey, du weißt schon, dass das zweite Eigentor war. Oh, und wie schön. In seiner Karriere aktiver Natur hat er kein einziges geschossen und jetzt innerhalb von 4 Minuten 2. Also steht 3-1. Und jetzt komm her, komm her. Ah, der war mal nicht, der war schade. Das war Posten, wirklich Posten. 59 Sekunden noch. Achtung. Spiel ich auf Zeit? Ja. Ja, ja, Zeitspiel. Ja. Noch mal eins hinten reinkommen. Oi. Jetzt aber ganz schnell, komm, auf geht's. Ball rein. Hopp. 37 Sekunden, 3-2. Es wird knapp, es wird spannend, es wird spannend. Aber der Mo ist auch nicht gewohnt zu verlieren. Das macht ihn so gefährlich. Du musst ihn mal erleben, wenn der verliert. Ja, eben. Und vor allem, er hat ja einen... Ist er ja da, wo er ist. Er hat einen Lieblingsgegner. Hast du eigentlich in deiner Karriere auch einen Lieblingsgegner gehabt? Ja, viele. Nee, also ich meine, mit Lieblingsgegner meine ich in Anführungszeichen, gegen den man überhaupt nicht gern verloren hat, wo man sich im Prinzip dann fast vor den Zug geschmissen hätte oder hinter den Zug, wenn man dann verloren hat. Wenn man gegen Bremen verloren hat, ja. Oh, das waren die alten Zeiten, die ganz alten Zeiten. Wir haben einen knappen Gewinner, vielen herzlichen Dank. Gratulation an den zweiten Sieger, unser Champion. Waren ja sonst nicht viele da. Jo. Also, 1.000 Euro gibt es zu verteilen, und wir haben uns eben gedacht, wir machen da einen wunderschönen, wunderschönen karitativen Zweck. Und ich glaube, du kannst das am besten erklären, um was es dabei geht. Kids to Life. Das ist, Kids to Life ist ein Freund von mir, Anton Schrobenhauser in München, der ein ganzes Areal in Unterhaching umgebaut hat und Kinder, die sonst auf der Straße wären, weil die Eltern tagsüber arbeiten, also im aus Problemvierteln, mit Bussen abholt und die dürfen dort die Tage verbringen. Da können sie schwimmen, können mit Quads fahren. Sie haben einfach eine leichte, eine einfache Zeit, werden versorgt, kriegen zu essen. Eine prima Sache. Das auch mit Sport zu tun? Sport treiben sie auch, klar. Fußball ist dabei, alles mit dabei. Okay. Das ist eine schöne, klingt wirklich schön, das Ganze. 1.000 Euro, die werden wir euch vielleicht sogar persönlich überreichen. Mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen. Jo, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Bude von Tölz Sondersendung mit unserem Stargast hier, Mehmet Scholl. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, super cool. Hat Spaß gemacht. Und also der Talk war echt nett, muss ich sagen. Waren sehr, sehr ergründende Neuigkeiten, die ich selber auch noch nicht wusste. Freut mich. Ja, ich kann nur die Einladung von vorhin wiederholen. Bis jederzeit hier herzlich willkommen. Eventuell laden wir dich sogar mal zu einem Trainingslager ein, dann zeigen wir dir auch mal, wie E-Sport funktioniert. Das würde mich... Also bringst deinen Sohn mit? Frag mal deinen Sohn, ob der Lust hat, ob der Bock hat. Dann seid ihr hier eingeladen und dann kriegt er eine spezielle Training-Session. Dann kannst du... Genau, das machen wir. Wir haben nämlich vor, ein echtes Fußballturnier auszurichten hier bei uns. So ein echtes. Mhm. So mit kleinen Mannschaften. Ich scheide aus. Ich spiele. Nein, du bist der Coach, du bist der Trainer. Ach so. Ja, wir brauchen einen Trainer. Du wirst dann unser Trainer werden. Mal gucken. Mal gucken erstmal, wie bei euch die Beine eingehakt sind und dann... Ja. Beine eingehakt? Naja, es gibt ja viele Menschen, die spielen Fußball, fallen aber über
ihre eigenen Beine oder die linke Gliedmaße weiß nicht, was die rechte macht. Muss man sich erst mal anschauen, muss ich mir ein Training anschauen. Gut, ich spiele nicht mit. Ich bleibe dann doch draußen, mal Wasserträger oder wie das heute so schön neudeutsch heißt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Mo, auch an dich ein herzliches Dankeschön. Wir sehen uns eh demnächst hier in der Bude wieder. Und ja, damit darf ich Ade, tschüss, bye-bye sagen und bis zur nächsten Morning Show hier aus der Bude von Tölz. Ciao.